Ja, schöner Einstieg. Wir befinden uns immer noch In San Pedro Sula, die zweitgrößte Stadt in Honduras. Und wir sind hier ein bisschen versackt. Wir wollten eigentlich nur 2 Tage stehen, um zu arbeiten. Wir stehen auf einem Hotelgelände, Brauerei, Gärtnerei, keine Ahnung, sehr schöne Anlage. Und ja, wir haben uns gestern und vorgestern mit dem Besitzer unterhalten und dann heute Abend ist es Samstag. Samstag, der 6. August. Und dann hat er gesagt, er hat heute Abend noch eine Band und wir sollen auch noch bleiben. Also bleiben wir jetzt noch für Sonntag, wir haben ja die Zeit. Wir haben die Zeit. Wir machen dann noch ein Sonntagsfrühstück und dann. Geht's Richtung Mayaouin. Aber da wir jetzt hier 4 Nächte stehen und wir ja auch noch ein YouTube-Video zu füllen haben, zeigen wir euch jetzt einfach die coole Anlage. Es gibt hier auch noch einen kleinen Wanderweg. Kann man aber wohl nicht selber gehen, weil wissen wir auch nicht so genau. Die Übernachtung ist hier übrigens kostenfrei für Camper. Natürlich freut man sich über einen Besuch in der Brauerei und/oder dem Restaurant. Dafür gibt es dann aber einen privaten Wanderweg, Pool, viel Platz, Wi-Fi, Duschen und Toiletten. Essen und Bier sind übrigens sehr empfehlenswert. Tut also nicht weh, hier ein paar Lempire auszugeben. Die Zimmer starten bei 80 Euro. Für alle, die ohne Camper Honduras erkunden oder sich mal eine Auszeit gönnen wollen. Ihr habt viel Schlechtes über die Stadt San Pedro Sula gehört? Keine Sorge, die Guards passen durchgehend auf euch auf.
Ja, ja. Wir befinden uns in Kopan. Kopan. Ihr merkt schon, ich bin auf jeden Fall der, der Ahnung hat, von wo wir sind. Wir schauen uns heute unsere erste Maya-Stätte in Zentralamerika an, hier in Honduras. Wir sind ungefähr 5 Kilometer von der Grenze zu Guatemala entfernt. Das ist quasi auch unser letzter Stop in Honduras und unser teuerster. Eintritt sind hier einfach mal schlappe $15 pro Person. Das ist echt ganz schön viel. Wir wissen noch nicht, ob es sich lohnt. Wir können das erst später erzählen. Ich bin heute leider nicht ganz so fit. Ich habe mir gestern hart den Magen genommen. Wir haben meinen Erdbeerjoghurt in Verdacht. Deshalb müsst ihr heute ein bisschen mehr mit Alex vorlieb nehmen. Entschuldigung dafür. Aber nun ja. Wie schon gesagt, Maya-Städte, wir selber sind ja nicht so in Maya. Von daher ist es für uns eher einfach mal angucken und wir werden mal rausfinden, ob man hier irgendwie was zu lesen kriegt. Thank you.
Wir gehen jetzt immer so eine Treppe hoch. Wir haben uns jetzt gerade eben schon unten alles Mögliche angeguckt. Also alles Mögliche. Wir sind rumgelaufen und haben uns halt einfach die Steine angeschaut. Und ein bisschen im Internet zu den Mayan gelesen. Man sagt, dass hier um 900 rum die letzten Maya unterwegs waren. Hier haben mal 25.000 gewohnt. Das gibt einen Überblick darüber, wie A, lang die Maya tatsächlich existent waren und B, wie viele hier tatsächlich wohnten. Der Platz lässt das ja nicht vermuten. Aber wir gehen nachher nochmal irgendwie ins Nordviertel. Da waren irgendwie Unterkünfte. Mal gucken, was es da noch zu sehen gibt. Weil das hier ist ja der Hauptplatz, wo der König wohnte. Und die einfache Bevölkerung lebte in Pfahlbauten in allen Himmelsrichtungen verstreut. Man sagt den Mayan ja auch nach, dass sie ja nicht friedliebend waren, sondern eher so ein kriegerisches Volk. Ich halte das für ein Gerücht. Denn, gucken wir kurz hier zu dem freundlichen Gesellen. Und wer so lachen kann, der kann ja nicht kriegerisch sein. Und wo wir gerade so bei krassen Sachen sind, und die Maya sind irgendwie augenscheinlich ganz schön krass, ist der Baum. Der wirkt jetzt hier unten erstmal sehr unspektakulär, aber wenn wir uns mal seine Äste angucken. Was? Das ist ja wohl mal krass. Die sind so dick, wie manche Stämme nicht. So, ding, 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 ding. Im Hintergrund hier die Treppe mit Plane ist zum Haupttempel wohl die Treppe. Auf jeden Fall hat diese Treppe die Bewandtnis, das ist der längste Brief, der längste Schriftstück, welche die Maya irgendwie der Nachwelt hinterlassen haben. Allerdings nur bis zur 15. Stufe und das ist dann ungefähr da oben. Und da sieht man auch, dass Dingens und oben drüber fehlt eine komplette Reihe. Alle Stufen oben drüber sind willkürlich angeordnet und sagen nichts mehr über die Geschichte quasi. Wurde 1500 irgendwann bei einem Erdbeben quasi zerstört. Ist runtergefallen und naja, deswegen willkürlich angeordnet. Aber hier unten stehen halt noch die Anfänge drin. Thank you.
Fazit noch hierzu. Also, wie gesagt, schöner Garten, schöner Park. $15 Eintritt pro Person klingt viel, ist es auch, aber durchaus gerechtfertigt, glauben wir. Ja, ist schon viel Arbeit, das in Stand zu halten. Und ist ein großes Gelände, muss bewirtschaftet werden. Im Hintergrund hört man vielleicht noch ein bisschen den Motor, also die Rasenmäher sind hier unterwegs, weil halt viel Wiese hier ist. Über Effektivität lässt sich streiten bei der Arbeitsmaßnahme, aber ist okay. Was nicht so cool ist, ist, dass also es gibt halt nirgendwo irgendwelche Schilder, die einen so ein bisschen helfen, dass man versteht, was man sieht oder wo man sich jetzt gerade befindet. Und sie wollen natürlich ihren Guide verkaufen, aber es gäbe dann noch die Möglichkeit, sich ein Audio-Guide als App quasi runterzuladen und dann immer so QR-Codes zu scannen. Aber der Guide würde auch nochmal $11 kosten und das finden wir dann schon viel. Also habe ich schon $30 Eintritt gezahlt jetzt für zwei. Plus dann nochmal der Guide, das ist dann schon viel Geld. Vor allen Dingen ist es halt für eine einmalige Benutzung. Also danach brauchst du die App nie wieder, kannst du löschen. Und dann würde sich wahrscheinlich ein Guide schon eher lohnen. Müssen wir nochmal nachfragen, wie teuer der denn eigentlich ist. Aber der wird vermutlich auch $20 kosten. Mindestens. Nur vielleicht ein 10er pro Person, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, wir werden sehen. Auf jeden Fall ist diese App zu teuer in unseren Augen und viel zu wenig Schilder, beziehungsweise keine Erklärschilder, was man denn hier nun eigentlich sieht und ein bisschen auf die Geschichte eingehend und so. Das finden wir sehr schade. Aber für den Platz selbst, das kann man sich schon angucken. Wenn man an der Geschichte interessiert ist, dann lohnt sich das hier bestimmt, weil es, wie gesagt, die älteste Stätte ist. Aber wer nichts, aber auch so rein gar nichts mit Maya am Hut hat, der braucht ja auch nicht hinkommen. Da gibt es auch schöne Parks, die umsonst sind, wo man sich mit seinem Handtuch hinlegen kann. Aber ansonsten ist es natürlich einfach nett. UNESCO-Weltkulturerbe. Nebenbei. Papageien waren für die Maya sehr wichtig. In vielen alten Zeichnungen sind sie zu finden. Man versucht sie deshalb wieder auf dem Gelände anzusiedeln. Dafür werden sie gefüttert. Sie sind aber nicht eingesperrt, sondern können sich völlig frei bewegen. Absoluter Top-Tipp, hier vorbeizuschauen. Außerhalb vom touristischen Zentrum gibt es hier für Schokoladen- und Teefreunde alles, was das Herz begehrt und noch ein bisschen mehr. Thank you.
Das war unser letztes Video aus Honduras. Wir waren jetzt knapp 3 Wochen da. Wir sind froh, dass wir das gemacht haben. Gab viel zu sehen. Auf jeden Fall mitnehmen. Unbedingt. Nicht auslassen. Und ab nächste Woche geht's für uns nach El Salvador. Und wenn ihr Bock habt, seid ihr einfach mit dabei. Wir würden uns freuen. Abo, liken, Kommentar. Und nächste Woche wieder einschalten. Gehabt euch wohl.